So, okay. Wo sind denn meine Jungs hier? Heute sind wir übrigens zu dritt, ne? So, wir haben wieder einen Kollegen gefunden, der mit uns spielt. Finde ich sehr geil, wir können jetzt größere Levels machen. So, ich habe hier gerade einen Code bekommen. So, okay. Sekunde. Oh Gott. In 2 Monaten noch zu arbeiten ist echt schwierig für mich jetzt gerade. Und die Sache ist, ich brauche noch einen dritten. Okay. Looks like there are others out there in need of help. Private Spielbeiträge. Ah, ich kann. Ach Mist. Ich habe gedacht, ich kann jetzt einfach nur. Oder? In Ruhezeit greift der Geist einen an. Hallo. Okay. Hi. Und auf Profi und Fortgeschrittene greift er direkt an und auf Profi ist er sogar noch viel aggressiver. Okay. Zum Beispiel, hier gibt es auch eine Highschool, also eine Oberstufe. Ja. Ja, ich glaube, die Map kenne ich sogar. Ist eine Teamgröße von 3. Aber ich würde jetzt erstmal mit dir ein kleineres Haus spielen. Besser ist. Ja, erstmal reinkommen, ne? Und auch auf Anfänger für. Ja. So. Und ich und Edmund fügen schon Sachen hinzu, weil wir genug Geld haben, um das zu kaufen, ne? Du müsstest ja noch ein bisschen ansammeln. Wir haben gestern hier sehr viel Zeit. Verlust gemacht. Jo. So, auf den abkratzen, ey. Ich glaube, ich bin gefühlt auch jedes Spiel abgekratzt gestern, ne? Ja, ich auch. Also, ich kaufe mal. Achso, und Dairo, du kannst übrigens dein Avatar ändern, wenn du willst, ne? Wenn du auf dein Bild draufklickst. Nee. Wenn ich auf mein Bild draufklicke, passiert nichts. Auch nicht? Ne? Oder unter den Bildern steht ja Ändern drauf. Change? Ah, ja, Change. Jo. Ich würde mich aus Prinzip nicht zu machen, weil in der Regel immer zuerst sterben. Also, ich habe jetzt, du siehst rechts die Geräteliste. Ich habe jetzt 2 weitere Thermometer hinzugefügt, dass wir jeder einen haben. Mhm. Eine starke Taschenlampe, ich kaufe nochmal eine. Ja. Sag mal, hast du, spielst du mit Boxen zufällig? Ich? Ja? Nee. Wieso? Weil ich kann mich komischerweise bei dir immer doppelt hören. Ja, echt? Das stimmt, ich auch. Oh. Irgendwie Rückkopplung oder so? Oder benutzt du Mikrofon... Nee, Quatsch, du hast ein Mikrofon, ne? Wollte sagen, vielleicht Mikrofonkopfhörer? Ja, eigentlich nicht. Bäh. Wie kann man den nehmen? Mit E. Also, ich habe jetzt. Das glaube ich jetzt besser. Ich habe 3 starke Taschenlampen hinzugefügt, beziehungsweise 2 Edmund hat eine und 2 Thermometer. Alles andere erklären wir hier gleich im Game. Ich bin bereit. Ja, okay. Mit G kannst du werfen. Oh. Wie geil. Die laufen hier ja extrem mies, ne? Auf welchen Knopf, weißt du, was ich geil finde? Guck dir mal, was für einen Rücken ich hab, ey. Ja. Also, seid ihr bereit? Ja, ich bin bereit, ja. Ja, müsst ihr aufs Whiteboard gehen und auf bereit klicken. Achso. Back. Jetzt geht's los. Hi. Hi. Ah, Dario braucht ein bisschen, wie es scheint. Da ist er ja. Ja. Moin. Also, erstmal die Grundlagen. Hier auf dem Tisch liegt immer ein Schlüssel, den müssen wir mitnehmen. Jetzt habe ich ihn aufgesammelt. Okay.
Hier siehst du deine Ziele, die du am besten machen müsstest, um mehr Geld zu bekommen. Boah, ich muss euch mal ein bisschen leiser stellen, ey. Ihr seid mega laut bei mir. Wie macht man das? Auf Options oder was? Genau, da hast du dann, ich glaube, Audio oder sowas. Ah. Ja. Immer auf 40% ist besser, so. Ja, ich hab auf 30. Viel besser. Es gibt immer, also wir machen das immer so. Wir nehmen alle ein Thermometer. Ja. Ich nehme in der Regel immer die Kamera hier mit. Und da unten, diese starke Taschenlampe hier. Da unten wie viele Seiten? Mit. Wie viel kann ich mitnehmen? 3 Sachen insgesamt. Jo. Ja. Mit Q kannst du halt hin und her switchen. Oder mit Mausrad. Ah, okay. Oder mit Mausrad. Ah, ja, okay. Genau. Oh, viel einfacher. Jetzt habe ich aber nur 2 Sachen. Soll ich noch was Drittes mitnehmen? Ja, kannst du gerne machen. Hier zum Beispiel den EMF-Reader. Dieses weiße Ding, was hier steht. Ja. Okay. So, also allen das Thermometer rausnehmen am Anfang und mit Rechtsklick aktivieren, dass du die Gradzahl da sehen kannst. Ja. Ah, jetzt müssen wir erstmal diesen warmen Raum, den kalten Raum suchen, ne? Richtig. Wenn es einen gibt. Du suchst halt den Raum mit der größten Temperaturverschiebung, ne? Also jetzt hier in der Küche habe ich 14,7. Und einer geht halt in die andere Richtung. Achso, kann ich irgendwie... Ihr habt noch eine Taschenlampe an. Wie macht ihr denn die Taschenlampe an? Mit T. Du kannst T drücken. Ah, ja. Ich gehe mal in den Keller. Gute Idee, in den Keller zu gehen als Anfänger. Dario, mit Maus, mit linke Maustaste kannst du die schieben. Und über Funk reden kannst du, wenn du B gedrückt hältst. Genau. G gedrückt halten. B. Okay. Ja. Das ist aber meistens auch nur dann notwendig, wenn wir zu weit voneinander entfernt sind. Okay. Also eigentlich fast immer. Genau. Und die Räume, wo der Geist meistens drin ist immer so unter 12 Grad. Also okay. Mhm. Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel 11,9 gehabt. Aber das muss nicht immer was heißen. Vielleicht hier kommt, dass ich voll den Schrei loslasse und gleich meine Eltern hier bei mir im Zimmer stehen. Also ich habe eine Temperatur von 11,1 bei mir unten, aber wirklich auffällig finde ich das noch nicht. Im Keller ist auch nichts. Kann ich hier irgendwie so eine Sicherung anmachen? Da ist ein, also die Sicherung ist meistens so ein roter Kasten. Wenn es grün leuchtet, dann ist die Sicherung an. Dann leuchtet ist grün. Ist grün. Aber der Geist kann es aber auch ausschalten. Es fällt überall das Licht aus. Alter, wo ist der? Ah ja. Im Keller habe ich nichts gefunden. Dario. Ja? Wenn du deine Taschenlampe anfängst zu flackern, dann liegt es meistens daran, dass der Geist dich jagt. Dann solltest du dich irgendwo verstecken. Also zum Beispiel bleib mal da stehen, wo du jetzt stehst. Ja, warte, wo bist du? Hier. Komm mal mit. Nehmen wir mal an, du bist jetzt der Geist und ich bin in dem Fall jetzt du. Dann würde ich jetzt zum Beispiel einfach hier reinlaufen und hinter mir die Tür zumachen. Und dann, im besten Falle die Taschenlampe noch ausmachen, nachdem du dich versteckt hast. Okay, perfekt. Also hier, wo wir jetzt alle stehen, da hatte ich die kälteste Temperatur. Ja, ich habe gerade eine Tür zugehen hören. Ja, hier, in dem Raum. Hier fallen auch andauernd Sachen runter. Ich denke mal, der wird gleich auf dem Klavier spielen. Ja, 10 Grad, 8,6 Grad habe ich. Jetzt in der Garage oder wo? Nee, Garage ist noch alles in Ordnung. Hier im Klavierraum, ne? Genau. 8,7. 7,4. Bist du da? Oh fuck. Okay, wir haben Geisterbox.
Der hat gerade geredet, ne? Jo. So, Dario, wenn du jetzt einen Beweis hast, machst du mit J das Journal auf, ne? Okay. Dann auf der allerletzten Seite hast du Beweise. Und da gibst du als erstes Geisterbox ein. Seite. Auf der allerletzten Seite. Da hast du Beweise. Ja. Und da machst du dann. Spirit Box, ne? Oder Spirit. Ach, du hast es Englisch, ne? Okay. Ja. Hast du das nicht auf die deutsche Sprache geändert? Nee. Ja, können wir ja gleich machen. Ja. Geht mal auch hier immer kälter, ne? 6,6. Geht mal bitte ein bisschen zur Seite. Ich guck gerade durch die Kamera durch und suche nach einem Geisterorb. Ne, also ich sehe jetzt kein Geisterorb bei euch. Und die Zeit ist jetzt offiziell vorbei, also in der Zeit wird der Geist jetzt angreifen. Ja, jetzt geht's los. Dario, du hast doch den EMF-Reader, ne? Sag mal, Dario, soll ich den EMF-Reader platzieren? Mach den mal an. Genau. Und platzier den mal hier vorne auf die Bank. Perfekt. Wenn er gleich angreift oder es erscheint, dann wird das piepen. UV-Licht mit. Was mache ich denn dann? Wegrennen? Am besten ja. Wenn er dich angreift? Wenn er dich angreift, solltest du dich am besten hier irgendwo verstecken. Ja. Frischling, ne? Ah, da sind sie. Guck mal. Ich hab einen Handanzug hier an der Garage. Finger. Ja. Kamera. Nimm mal die Kamera. Genau. Übrigens, ich denke, das ist ein Poltergeist, weil er. Ich höre die ganze Zeit Sachen umherfliegen. Aber muss noch nichts heißen. Der Geist heißt übrigens Joseph Taylor, ne? So zur Info. Ah, und sag deinen Namen am besten nicht, weil sonst gibt's Stress. Es gab gerade eine Aktivität von 10. Ja? EMF4. Ich hab mich hier im Raum versteckt. Boah! Junge! Oh, sorry. Alles gut. Also ich hab bis jetzt nur EMF4 gehabt. Ich würde am liebsten gucken, was man braucht, um den Geist jetzt zu packen. Um den Geist zu packen. Kann man das Spiel auch gewinnen? Ja, wenn wir 3 Beweise haben. Ah, okay. Naja, man braucht nicht unbedingt 3 Beweise, man muss einfach nur erraten, welcher Geist es ist, ne? Aber je mehr Beweise du hast, desto besser. Weil da musst du nicht nach dem, da musst du nicht raten, sondern kannst direkt. War hier gerade eine Lampe von jemandem am Flackern? Ja. Also Gefriertemperatur. Zumindest. Was? Müssen wir vielleicht mal nach oben oder so? Also in der Regel müssen wir uns die ganze Zeit auf dem Ort aufhalten hier,
wo er auch eigentlich ist, ne? Ja, da greift er nämlich an. Naja, und übrigens, du erkennst Gefriertemperatur, wenn du kein Thermometer hast, auch an deinem Atem. Da siehst du so eine kleine Wolke vor deinem Gesicht. Okay. Jetzt bin ich wohl alleine. Nee. Wann greift er an? Je nachdem. Also er greift meistens an, wenn man alleine ist, ne? Oh. Du Ratte, Alter, komm her. Oh. Schau dir aufs Maul. Na komm schon, zeig dich. Also. Oh. Also er muss entweder ins Buch schreiben, Gefriertemperatur, oder Geisterort. Ich pack mal die Kamera woanders hin. Okay, warte. Ich geh mal kurz raus und gucke, ob ich irgendwie ein Geisterort sehe. Jo. Wahrscheinlich greift er genau gleich an, wenn du weg bist. Ich höre dich nicht, du musst mit B drücken jetzt, weil ich draußen bin. Wahrscheinlich greift er gleich genau an, wenn du weg bist. Zum Glück nicht, wenn ich da bin. Ist jetzt gerade die Sicherung ausgegangen? Nee, das war ich wegen der Kamera. Ach so, okay. Er muss ja Nachtlicht anmachen, deswegen. Hey, kann man hier Licht auch anmachen? Ja, um es links kriegen. Könnte aber natürlich sein, dass es in der Garage ist, aber ich bezweifle das. Ah, okay. Meinst du, dass es in der Garage ist? Nee, aber der hat doch in der Geisterbox geredet, in dem Raum da. Hat jemand von euch die Kamera? Ich hab den gerade gesehen. Dario ist tot. Echt? Fuck. Oh scheiße, Alter, Junge, hab ich mir an einen geschissen, ey. Der war direkt vor mir, der Sack, ne? Das Ding ist, ich hab den nicht auf der Kamera gesehen, der stand direkt neben dem Lichtschalter. Oh, kacke, ey. Ja, die Kamera hatte ich gerade dabei gehabt. Ich hab gehört, du hast ein Bild versucht zu schießen. Ja, aber nicht erwischt, leider. Ja. Oh, das ist mies, ey. Gerade angefangen zu spielen und schon tot, ey. Also. Also ein Beweis fehlt uns noch, ne? Wieder mal. Ja. Also ich würde tatsächlich... Warte mal, ich muss gucken. Es könnte der Spirit sein, es könnte aber auch der Poltergeist sein. Ne, warte, Poltergeist ist natürlich, weil es kein Geisterort ist. Kann es denn sonst noch sein? Ich muss jetzt gucken. Gespenst, Poltergeist und Spirit. Poltergeist. Bei Poltergeist bräuchten wir Orb, ne? Gespenst? Also entweder gefriert Temperatur. Oder Geisterbuch. Ich platziere mal hier ein bisschen Salz. Schreib in das Buch, du Sack. Ich glaube, da ist hier Salz reingetrampelt. Jo. Das ist er tatsächlich. Genau hier, ne? Bedeutet, ich würde mich lieber hier hinstellen, wenn ich davon abhauen müsste. Dario ist tapfer im Schrank gestorben. Im Abstellraum. Echt? Hier ist er. Ach du Scheiße. Das lade ich erstmal hoch, ey.
Ja, Erinnerungsfoto, ne? Darius, erstes Mal. Wie viel? Wo ist der? Drei. Ja, nur drei. Du am besten gleich, wenn er auftaucht, in die Garage rein und ums Auto rennen, wenn er hinter dir her ist. Alter. Das ist sehr unangenehm gerade. Edmund, lauf. Ich hab's kurz die Fixen geschmissen. Die Taschenlampe Alter. Hab ich mich eingekackt, ey. Mir ist gerade was Blödes eingefallen. Wir können nicht ums Auto rennen, ne? Warum? Weil er vorne zu dicht am Tor steht, ne? So eine Scheiße. Also wenn uns jetzt gefolgt wäre, wären wir tot, ey. Oder einer von uns. Jo. Oh, geh weg! Oh. Du lebst! Ich lebe! Gerade noch so, Alter, ich bin um den Tisch rumgehend geflohen, Alter! Oh, eigentlich müssten wir jetzt weg, ey. Lass abhauen. Ja, komm. Also es ist niemals die Gefriertemperatur gewesen. Es war auch kein Geisterort. Also muss es... Aber er hat auch nie ins Buch geschrieben. Ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, entweder Gefriertemperatur, die wir noch nicht gefeilt haben, oder der Geisterort, den man jetzt so nicht sieht. Alter, boah. Also ein Geisterort kann es auf jeden Fall nicht gewesen sein. Ich fühle mich gerade wie ein Held, Alter. Warum? Ich habe eine direkte Konfrontation mit dem überlebt. Unsere Sanity ist auch unter 9%, ey. Scheiße, ich hab den gar nicht erwischt, Foto zu machen, ey. Ich hab 1000 Mal drauf gedrückt, aber nicht gekriegt, ey. Ich hab's gehört, ey. So, okay. Also, wenn es eine... Gibt's nicht irgendeinen Geist, den du nicht fotografieren kannst? Das weiß ich nicht. Ich meine, es gab einen. Also, wenn's ein Geisterort wäre, wäre es ein Poltergeist. Aber ich glaube nicht, dass es ein Poltergeist ist, weil ich habe einfach keinen Geisterort gesehen. Den sieht man einfach nicht. Und wenn es dann doch ein Geisterorb war, dann würde ich mich wundern, weil ich habe es echt nicht gepeilt und nicht gesehen. Geisterbuch hat er auch nie geschrieben. Deswegen wäre ich jetzt eigentlich für Gespenst. Ja, ich auch. Tatsächlich. Dario, wenn du mich hörst, muss geh mit noch B. Mal aufs Journal. Mit B. Geh noch mal aufs... Dario, wenn du mich hörst, geh mal aufs Journal und trag dann Gespenst ein. Also einfach auf Journal gehen und Gespenst eintragen. Was bräuchte der? Gefriertemperatur, ne? Genau. Wir waren schon so nah dran, also es wäre bestimmt auch noch runtergegangen. Bloß irgendwann mal hatte ich nur auf 17 Grad in diesem Raum, als wäre irgendein anderer gewandert. Jo. Okay. Oder der Geist ist... Also ich lasse es immer bei Gespenst, aber ich könnte mir auch Geister auch vorstellen, nur dass er halt in der Garage ist, ne? Wollen wir abhauen? Ja, lass mal abhauen. Ich hoffe, Dario hat's eingetragen. Ja, ich hoffe auch.
Poltergeist. Es war ein Poltergeist. Also es war für mich irgendwie logisch, dass es ein Poltergeist war, weil er mit Sachen umhergeschmissen hat. Aber können wir mich hören? Nicht, ja. Jetzt hören wir dich. Ah ja. Könnte es vielleicht sein, dass der ganze Raum, der ganze Flur sein Gebiet war? Ich könnte mir vorstellen, dass er eventuell auch in der Garage war, weil der Handabdruck an der Garagentür war. Alter, aber Edmund. Ja. Wie du mit dem um den Tisch rumgezirkelt bist, das war aber schon ein Träumchen. Alter, ich hab so einen Schiss gehabt, ne? Ich dachte, der kriegt mich. Das sah schon gut aus. Boah. Okay. So, also wir haben Tanglewood Street, für die man mindestens eine Person braucht. Das Farmhaus mit zwei Leuten. Wer ist eigentlich der Blondkopf hier? Mit dem blauen Hemd? Welche? Hier? Jetzt, ja. Okay, alles klar. Nee, alles gut. Der stand genau mitten vor der Tafel. Ich konnte gar nicht sehen beim Hinzufügen. Okay. Also, ich kann Brownstone High School, Richfield Roadhouse, Farmhaus, ein Haus, was nur mit einer Person gemacht werden kann, mindestens gemacht werden muss, mit zwei. Also wollen wir das Farmhaus machen oder ein. Mir ganz egal, ja, können wir. Mach mal Farmhaus, yo. Wie war denn Dario deine erste Erfahrung? Ganz wilde Nummer. Ganz wilde Nummer. Ich hatte gehofft, ich schaff's noch bis. Wie heißt das? Bis in den Raum, oder ich hab's ja auch noch da bis in die Bügelkammer da geschafft. Aber er kam leider durch die Tür. Ja, wenn er dich genau anvisiert, dann kannst du dem nicht entkommen halt, ne? Das ist halt leider so. Seid ihr bereit? Jo. Ja. Dann müsstet ihr das nochmal. Also Edmund ist bereit, du müsstest das noch bei dir einmal bereit klicken. Wenn du weißt, was ich meine. Also auf diesem, auf dieser weißen Tafel bereit klicken. Hallo. Dario? Ja, bitte? Du musst einmal auf bereit drücken. Ach ja, stimmt, sorry. Hey, warte mal. Ich muss doch spielen, oder nicht? Nee, auf bereit. Ich bin in diesem Hauptmenü. Ich habe hier oben Phasmophobia, spielen, Training, Ausrüstung kaufen, Option, Spiel verlassen. Ja, das ich kann nichts so. Hä? Dann kann nichts so. Dann drück mal Spiel beitreten einfach. Kann ich ja komischerweise nicht. Ich kann nur auf Training, jetzt kann ich nicht mehr auf Spielen drücken. Noch nicht mehr. Ah, das ist ausgeschlossen. Dann musst du wahrscheinlich das Training machen. Nee, er muss wahrscheinlich resetten. Wahrscheinlich Internetverlust oder so, ganz kurz. Ein Disconnect oder so, keine Ahnung. Soll ich mal Spiel neu starten? Warte mal, ich schmeiß dich mal kurz raus und dann kommst du einfach wieder rein. So, ich hab dich jetzt rausgeschmissen. Ja. Ah, warte. Ah, der kennt die Nummer nicht. Ah doch, hast du ja doch bei Discord also, geschrieben, ne? Dario. Ich hab mich jetzt auf Discord entmutet. Du müsstest dann, wenn es geht, Spiel beitreten. Und dann den Code eingeben, den ich dir gleich nennen kann. Aber wenn es nicht geht, musst du leider das Training machen. Echt? Muss man das vorher Tutorial machen? Ich denke schon, dass man das muss. Okay. Dann mach das einfach, also start das Spiel dann nochmal neu. Ja, ich höre dich. Ich gehe auch mal ganz kurz raus aus der Gruppe, ne? Ich komme gleich wieder rein. Dario? Hallo. Welcome back. Okay. Ich wollte gerade kurz ein paar Einstellungen hier machen. Mir ist auch gefallen, dass es so ein bisschen laggy ist, ne? Hier. Moment. Ne, hier geht's jetzt. Aber wahrscheinlich mit drei Leuten leckt das ein bisschen. Ah. Okay. Ich guck mal eben, was kann ich denn hier machen? Schattenqualität hoch. Machen wir. Na, wobei Schatten ist eigentlich wichtig. Texturqualität. Halb. Voll.
Ja, keine Ahnung. Oh Gott, ich brauche eine neue Grafikkarte. Ja. Alles klar. I've gathered a list of other hunters asking for help. Yeah, yeah. So. Da-da-dam-da-dam. Kann ich. Oh. Kann ich mich irgendwie rausglitschen? Läuft bei Dario nicht? Hä? Hä? I'm alone. Ich wurde allein gelassen. Wenn die mich allein lassen, erschrecke ich die gleich. Verdammt, kann man sich ja nicht richtig verstecken hier. Schön. Ist gut, dass wir einen dritten Spieler gefunden haben. Was ist denn jetzt mit den Jungs? Haben die eine neue Gruppe aufgemacht oder was? Oh. Sekunde. Der Kollege Dario hat eine Gruppe aufgemacht. Da muss ich jetzt mal eben joinen. Welcome back. I've prepared some jobs. I've gathered a list of other hunters asking for help. Genau. Dann sieht das mal aus. Ja. Edmund ist inzwischen jetzt auch reingekommen. Ah, ich habe gerade eben erst gesehen, dass ihr eine neue Gruppe offen habt. Ach, alles gut. Okay. Ja, brauchen wir jetzt noch mehr? An Ausrüstung? Also ich habe alles hinzugefügt, was ich brauche. Ja, ich auch. Das reicht doch auch für uns alle drei. Deswegen, okay. Edmund kann jetzt auf bereit klicken, du kannst auf bereit klicken und dann kannst du auch starten. Alles klar. Hi. Wo sind wir denn hier? Mexiko. Chihuahua. Also, hier unten auf dem, hier vorne auf dem Tisch liegt der Schlüssel. Ja. Der rote. Ja. Genau, damit kannst du gleich rausgehen. Okay. Also. Entdecken Sie, welche Art von Geist es sich handelt. Erreicht den durchschnittlichen Geisteszustandswert von unter 25%. Kann man hier schon aufmachen? Ja, du kannst diesen linken Maustaste dieses Zeit. Würde ich nicht machen. Lass erstmal alles vorbereiten, weil sonst fängt die Zeit an abzulaufen, ne? Ach so, okay. Ach so. Du hast ja da diese 5 Minuten, ne? Da sind wir noch sicher. Ah, ja. Ich nehme eine Taschenlampe, ich nehme die Kamera und ich nehme einen Thermometer. Ich nehme auch mal hier so eine Taschenlampe. Ich werde tatsächlich fertig. Was ist hier die große Taschenlampe? Das ist die leichte Taschenlampe, also die untere ist viel stärker. Ja. Ja. So, kennen wir? Habt ihr alle gerade eine Stunde mit? Nee, ich ja. Naja, warte mal. Ich habe hier noch so die Rotlicht-Taschenlampe oder Schwarzlicht. Ja. Soll ich noch einen EMF mitnehmen? Ja, mach mal. Okay. Ah, denk an Thermometer, ne? Ah, ja, genau. Welche soll ich dann wegschmeißen? Die UV-Lampe kannst du schon wegschmeißen. Okay. Los geht's. Und los. Die Bude ist übrigens ein bisschen gruseliger, ne? Ja. Okay. Das ist so eine Bude, wo man gerne nachts verbringen würde. Anfangs kannst du auch theoretisch überall das Licht anmachen, aber dann wird es halt irgendwann mal ausmachen. Ich gehe mal direkt hoch. Ja.
Achso, okay. Also jetzt nur mit B drücken und dann reden, weil ich höre euch mittlerweile nicht mehr. Achso, ja. Ah, alles klar. Sobald wir eine Etage voneinander getrennt sind, hört man sich nicht mehr. Wenn ihr mich jetzt hört, könnt ihr auch gerne noch was sagen. Ah, die Treppe ist so widerlich, ey. Ja. Muss mal wieder geölt werden. Ja, schön aufs Holz, ne? Groß, die Hütte. Ach, und es gibt Knochen auf dem Boden. Ja, hab ich gefunden. Wenn du die aufhebst, kriegst du Geld, aber wenn du die fotografierst, kriegst du sogar noch mehr Geld. Aber das für das Fotografieren musst du dir halt merken, wo das lag, ne? Und dann immer nochmal reingehen, fotografieren und das dann aufheben. Also die Ratte hat jetzt das Licht ausgeschaltet. Strom ist weg. Strom ist weg. Ja. Wie kann ich den Strom wieder anmachen? Also ich stehe hier vor diesem Ding mit Gimmick-Mavia. Ne, linke Maustaste, glaube ich. Ah ja. Wunderbar. Also noch habe ich keinen Ort gefunden, wo es kalt war. Ich habe hier 11 Grad. Grad, hier ist er. Oder im Flur. Entweder hier oder im Flur. Bist du das hier? Ja, das bin ich. Im Flur haben wir 11 Grad. Seid ihr unten oder oben? Oben. Wir sind eine Etage hochgegangen. Ja, hier ist der 9 Grad. Echt? Könnte sich hier schön Bier. Bei mir zeigt er 15 an. Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Warum geht das nicht? Wie alt bist du? Die Geisterbox funktioniert bei mir nicht. Ich nicht. Hallo? Bist du hier? Nichts erkannt hier bei mir. Ne, bei mir kam nichts. Hallo? Where are you from? Kann einer von euch in den Bus gehen und sich die Kamera angucken, ob hier ein Geisterort ist? Gerade dabei. Ja. Ja, okay. Soll ich das machen? Ja, ihr könnt zusammen hingehen. Natürlich ein bisschen hier mit der Geisterbox. Und gerade eventuell ab auf den Typ. Ja, gerade wenig. Bist du hier? Wie alt bist du? Can you get me some water? Bist du schnell? Daniel, hast du da Licht an? Hier ist Licht, ja. Mach mal bitte aus. Mich? Dario? Ja, hörst du mich? Jetzt ja, du hast gerade so ein bisschen gestottert. So, bist du da oben rausgesprungen? Nee, wie kommst du drauf? Okay, krass, wie schnell bist du denn nach unten gegangen? Weiß ich nicht. Ganz normal. Ich sehe keinen Geisterorb. Daniel, noch alive? Funktioniert das bei mir jetzt nicht los? Geh mal gucken. Vorsicht, der erstreckt dich gleich. Hingeschmissen.
Ja, das hatte ich ja eben auch, dass ich irgendwie mit dem Spiel Probleme hatte. Okay. Hast du im Discord gelesen, ne, dass er aus dem Game geschmissen wurde? Ach so, nee, habe ich gar nicht gesehen. Nicht mitbekommen. Ja gut, wollen wir zu Ende spielen, oder? Ich schreibe ihm das gerade. Jo. Wie alt bist du? Ah, jetzt geht's auf einmal wieder. Bist du ein Mann? Wo bist du? Boah, Alter, das leckt bei mir mega, ey. Warum leckt denn das so? Geht's eigentlich? Ey, was ist das denn? Ja, geil, wir haben noch keinen einzigen Beweis. Wie bitte? Wir haben noch keinen einzigen Beweis. Nee. Ich frage mich jetzt halt nur, ob das Spiel noch weiterläuft, jetzt wo Daniel auch weg ist. Vielleicht ist das Spiel jetzt auch gefreezed, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wir können ja gucken, ob er gleich irgendwann kommt. Brechen wir ab. Oder sollen wir sofort abbrechen? Mir egal. Such dir mal schon mal einen Ort aus, wo du dich verstecken kannst, falls der dich angreift, ne? Jo. Ne, ist kein Geisterorb da. Okay. Was haben wir hier? Lass den Geist durch Salz wandern. Okay. Das können wir ja machen. Irgendwie nicht so ganz viel, ne? Ich komm wieder hoch, ne? Ich bin gerade kurz rausgegangen, weil ich was holen wollte. Ja. Naja, nix passiert, ne? Okay. Das ist doch in dem Raum hier. Wo hat denn Daniel die Kamera abgestellt? Keine Ahnung. Ach da! Ah, hier. Auf dem Geländer, ja. Der hat richtig geil da hingepackt. Oh, 3 Grad waren hier gerade. 3 Grad? Uiuiui. Ja. Na, jetzt wäre ein Stativ echt nicht schlecht gewesen. Hast du zufällig den AMF wieder dabei? Ja. So. Okay. Lass mal kurz rausgehen. Ah, wie geht denn das Licht hier aus? Ah, hier. Nö. Hä? Wie hat denn der das Licht angemacht? Ah, okay. Kommen Sie. Oh, Gefriertemperatur habe ich. Der ist hier. Siehst du diesen Atem? Den wir hinter uns ziehen? Oh, ja, er hat gesprochen. Geisterbox, also 2 Beweise. Okay. Lass schnell abhauen, komm.
Boah, Alter. Kann ich hier raus noch kommen? Draußen bist du sicher. Wenn wir zusammen in der Nähe sind, brauchst du gar nicht über Funk zu reden, ne? Wir können dann so reden. Ja, okay. Puh, okay. Geisterbock. Verdammt, ich sehe keinen Geisterorb. Okay. Also wir haben was gehabt? Geisterbox haben wir und Gefriertemperatur. Ja, was ist denn da? Du redest gerade so komisch. Ja, ich nicht. Was ist Geisterbox? Was ist das? Was? Du redest gerade wie so ein Roboter. Ich verstehe dich gerade ganz schlecht. Ja, genau. Scheiße, läuft nicht ganz. Ja, okay. Ja gut, ich würde dann sagen, raten wir mal da... ne, Moment. Ach verdammt, jetzt... Ich habe vergessen, Salz zu streuen. Oh shit, ich muss noch mal rein. Dario, wenn ich sterben sollte... Ja. Verlass die Mission. Okay, nee, warte. Oh Gott. Und jetzt, genau jetzt in dem Moment greift er uns an. Gerade reingegangen. Ist auch schon mega oft passiert. Okay. Ja. Was? Lauf! Ja. Der versucht mit dir zu reden. Oh, der Arme ist jetzt ganz alleine. Oh, oh, oh. Oh Gott, der sucht mich jetzt. Wo ist der? Der greift an! Wo hat er sich versteckt? Dario? Wo hat er sich versteckt? Wusste. Er fliegt jetzt, okay. Richtig, vollkommen richtig macht er das. Er ist noch Anfänger, der hat keine Chance alleine.
Sorry, oh Gott, ich war gerade lustig, ich musste gerade denken, what the fuck, was ist da los? Entschuldigung. Ich weiß ja noch nicht mal, wie ich jetzt fahren kann. Wollen wir gerade einmal. Okay, komm. Dario? Ja, bitte? Gut, du hörst mich. Das mit der Würfel war ich gerade, ne? Nicht, dass du dir denkst, gerade was ist da los. Nee, das hab ich mir schon gedacht. Okay, wenn du abhauen willst, da ist so ein Schalter am, mit so einer Nummer, weißt du, da wo das Tor zugeht? Womit ach, oh, du, ja. Damit faust du auch ab. Ah, okay. Ne? Ja, okay. Ich wusste es nicht. Nee, der hatte mich eben ja die ganze Zeit gejagt. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ja, habe ich mitbekommen. Ja, deswegen dachte ich mir, ich verzieh mich lieber. Der Geist war ein Mare. Ja. So. Okay, wunderbar. Warten wir mal auf Daniel. Dein Mikrofon ging gerade richtig schlecht. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das liegt eher am. Sofort? Am Spiel, wenn ich. Am Spiel, wenn ich ehrlich bin. Hallo? Daniel? Oh, Moment. Jetzt habe ich gerade Discord wieder stumm geschaltet. Ja. Daniel? So, wir sind fertig. Ja. 6, 2, 5. Ja, ich bin drin. Ah, bist du schon drin, okay. Hast du Besuch? Meine Schwester, ja. Achso. Meine Mutter und Albert mit ihr gerade. Oh, jetzt einen geilen Cocktail, ey. Ja, ich habe gerade verkackt. Dario war auf sich allein gestellt. Nicht gerade das Beste, allein in einem Farmhaus zu sein. Nee. Oh verdammt, ich habe meine Sachen alle wieder verloren. Oh Mist. Wenigstens Versicherung bekommen? Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Scheiße. Naja. Ist halt so, ne?